Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir ein wunderbares Focaccia mit Rutenschinken. Ein wirklich grandioses Rezept und perfekt jetzt im Frühling, wo ich dieses Video aufnehme. Man geht wieder mehr raus, man braucht eine Zwischenverpflegung und da ist dieses Rezept hier einfach wunderbar. Oder eine Schulreise im Sommer ins Freibad, was auch immer, kann man immer wieder benötigen, so ein cooles Rezept, wo man leckere Sandwiches draus machen kann. Wie du die füllst, ist dir überlassen. Ich mache es mit Rutenschinken. Hatte ich letztens in den Ferien so ein ähnliches Sandwich und eine Geheimzutat ist da noch drin. Ihr werdet wahrscheinlich nicht erraten, was das für eine ist, also das Video ganz bis zum Ende schauen. Ich mache mir zuerst den Focaccia-Teig. Hier eine lange Triebführung zwischen 12 und 16 Stunden. Mache ich ganz entspannt die No-Knead-Methode. Also musst ein bisschen vordenken, am Vorabend schon anfangen. Aber das ist bei den meisten von euch eigentlich nicht das Problem. Ich habe 380 Gramm Wasser. Kaltes Wasser gebe ich mir in eine Schüssel rein. Noch nicht ganz alles. Ich löse hier zuerst 1 Gramm Frischhefe auf. Das mache ich immer gerne bei der No-Knead-Methode, damit ich sicherstellen kann, dass alle Komponenten richtig verteilt sind, da der Teig nicht geknetet wird. 40 Gramm Olivenöl dazu. Das restliche Wasser. 10 Gramm Salz dazu kippen, noch einmal gut durchmischen. Gramm Hartweizenmehl, 450 Gramm Weizenmehl Typ 550. Das sollte eher ein starkes Mehl sein, weil sonst hast du das Problem, dass der Teig viel zu weich wird. Durchmischen. Ich mache hier einfach nur die Hände so auf und zu. Oder sprich eine Hand. Auf und zu machen. Dann merke ich gut, ob ich irgendwo noch so Mehlklumpen habe. So lange die Hand auf und zu machen, bis alles gleichmäßig durchgemischt ist. Das geht sehr gut. Je weicher der Teig ist, desto besser kannst du den mischen, braucht keine Kraft. Wenn alles so gleichmäßig gemischt ist, dann ist das Ganze fertig. Jetzt nehme ich ein Teigbecken, etwas Olivenöl, fette das Ganze leicht aus. Hände musst du noch gar nicht waschen, das ist kein Problem. Dann den Teig reinklatschen, zudecken und erstmal eine Stunde gehen lassen. Nach einer Stunde nasse Hände machen und das Ganze stretchen und falten, von überall in die Mitte reinschlagen. Kannst du auch schon nach einer halben Stunde machen, absolut kein Problem. Und guck mal, wie schön dehnbar das jetzt wird. Stabilität gewinnt, super easy. Überall so reinschlagen und jetzt haben wir schon eine schöne Struktur. Das Ganze wiederhole ich während der Gehzeit für 2 bis 3 Mal. Wenn du es über Nacht machst, dann einfach vor dem Schlafen gehen noch einmal. Und den lasse ich hier bei Raumtemperatur gehen, zwischen 12 und 16 Stunden. Der Teig geht jetzt bei mir gute 14 Stunden. So zwischen 12 und 16 Stunden kannst du den stehen lassen. Kommt ein bisschen darauf an, ob Sommer oder Winter ist. Im Sommer geht natürlich alles viel, viel schneller. Jetzt haben wir Frühling, darum 14 Stunden. Den Teig habe ich mir vor einer Stunde das letzte Mal gedehnt und gefaltet. Das ist noch wichtig, solltest den nicht dehnen und falten und dann gleich loslegen. Ich habe hier einen Backrahmen vorbereitet, der hat eigentlich die Form des Beckens, genau diese Größe. Und das wäre 20
auf 25 jetzt bei dieser Einheit hier. Dann nehme ich etwas Olivenöl an die Finger. Hier brauche ich gar nicht viel Mehl. Kippe den Teig aus dem Becken raus. Lass den einfach hier reinplumpsen und drücke den mit den Fingern noch etwas raus. So ein bisschen rausdrücken. So lange hier ein bisschen massieren. Es ist nicht ein Ziehen ein extremes, sondern ein bisschen so ein Massieren, dass der dann rausgeht. Und genügend Öl nehmen, mit den Fingerspitzen arbeiten. Wunderschöne Blasenbildung hier zu erkennen. Rausmassieren. Und jetzt lasse ich das Ganze noch einmal 90 bis 120 Minuten gehen. 90 Minuten später, Focaccia ist ready. Wunderschöne Blasenbildung. Ich nehme noch mal ein bisschen Olivenöl und drücke hier noch mal runter. Ganz vorsichtig, unregelmäßig. Diesen Schritt hier, der ist nicht zwingend notwendig. Du kannst es auch ohne runterdrücken in den Ofen geben, aber dann kommt die Blasenbildung noch mal richtig raus. Backen wir das Teil. Ofen ist auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Das Ganze reinschieben, Wasser aufgießen, dann die Temperatur auf 210 Grad reduzieren und wunderbar ausbacken bei diesem Ciabatta. Das will ich eher weich behalten, darum lasse ich den Dampf bis zum Schluss drin. Nach 35 bis 40 Minuten kommt das Focaccia zum Ofen raus. Kann man natürlich auch gut mit Kräutern machen und so weiter. Bei mir bewusst etwas höher. Kannst du den Rahmen einfach breit einstellen, dann ist es weniger hoch. Ich lasse das jetzt hier ausnahmsweise im Rahmen auskühlen, damit es hier leicht wieder weich wird zeitlich. Das will ich hier so, aber in der Regel sagt man gleich ausformen. Nicht, dass das Brot eben weich wird. Aber bei diesem hier möchte ich es bewusst so haben. Richtig klasse, super Blasenbildung, bin ich super damit zufrieden. Unser Focaccia ist ausgekühlt und rausgeschnitten. Das schneide ich jetzt durch. Mache ich gleich mit der Tortensäge. Schön in der Mitte halbieren. Und kann ich sicher sein, dass es wirklich schön durchgeschnitten ist. Kannst du aber sonst auch mit dem Messer machen natürlich. Wunderbar luftig, guck dir das mal an, richtig toll sieht das aus, schöne Porung. Das wird jetzt bestrichen, das ist einfach ein Serviervorschlag. Ich mache es einfach, Mayonnaise und Senf im gleichen Teil mischen. Gib deine Senfmayonnaise. Dann Boden und Deckel bestreichen, geht am besten so mit einer Palette. Da auch je nach Vorlieben viel Soße, wenig Soße. Deckel natürlich auch. Da habe ich je 50 Gramm, 50 Gramm Mayonnaise und 50 Gramm Senf zusammengemischt. Dann den Boden mit etwas Salat belegen. Dann Trutenschinken nehme ich hier. Schön zusammenlegen. Und die versprochene Geheimzutat ist nichts anderes als Mango. Mango, ich verspreche euch hier mit dem Trutenschinken zusammen, der Senfmayonnaise, extrem lecker. Ein paar kleine Stücke machen und einfach darüber streuen. Ich finde das super, super lecker. So eine leichte Süße im Abgang.
finde ich richtig gut. Man kann es natürlich auch anders machen. Tomate, Gurke, ganz klassisch, oder ein Ei oder was auch immer. Kannst du selber entscheiden. Dann Deckel drauf und guck dir mal dieses schöne Teil an, riesig. Dann schneide ich einmal in der Mitte durch. Hier nochmal durchschneiden. Ganze umdrehen und dann von dieser Seite hier auch nochmal. Und das nenne ich ein richtig leckeres Teil. Wenn dir der Brotanteil zu viel ist, dann einfach reduzieren, kein Problem, indem dass du die Form größer einstellst. Ich mag es richtig so. Das sind jetzt total fast 3 Lagen Schinken, Trutenschinken. Wenn es zu viel Fleisch ist, ist mir das immer viel zu dominant. Beißen wir da rein, richtig zusammendrücken. Extrem lecker. Knackiger Salat. Butterzartes Brötchen hier, das extrem luftig ist. Dann Trutenschinken mit der Mango, die den schönen Abgang macht. Es sieht wirklich jetzt hier auf den ersten Blick nach viel Brot aus, aber ich verspreche euch, es ist so weich und fluffig, das mag es wirklich hier vertragen. Ich finde es richtig gut, richtig lecker. Gerne auch mehr Fleisch reinmachen, da kannst du wirklich spielen, wie es für dich eben stimmt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Willst du mehr solche Snacks, Rezepte hier auf dem Kanal haben, Verpflegungen, Salziges, schreib es in die Kommentare rein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.